34. Folge, das Maß ist voll. Diesmal mit Uli Potowski und Helmut Nowak. Ja, Applaus für Helene Fischer, hat er gesagt. Nein, da ist er, Uli Potowski. Live in Dienstlake. Ja, er macht das gut. Ich sag einfach mal, das Maß ist voll. Melvin, ein Sänger, ein Vocal Coach, ein Multi-Instrumentalist und heute wieder bei uns, auch nach 10 Jahren. Vielen Dank. Melvin, was gibt's Neues? Ich weiß vielleicht, worauf ich spekuliere. Was war am Wochenende? Ach, nichts Neues. Er hat den christlichen Stand in die Ehe gewagt. Ja, Standesamt war schon. Gratulation! Ja, vielen Dank. Du. Ja, ich bin unter der Haube, aber ja. sie ist Beamte, also ich habe alles richtig gemacht. Und ich. Hier steht bei mir. Ja. German Blues Awards, Preisträger. Gesang männlich, Melvin Schulz. Und es gab da ein Laudatio und ich glaube, ich kann sagen, du wusstest, dass du den Preis bekommst, aber du konntest gar nicht dabei sein, weil du hattest einen Auftritt. Ich hatte eine Hochzeit zu spielen. Ich spiele auch Hochzeiten übrigens, falls noch jemand sucht. Ja, Beerdigung auch, Scheidung auch. Er ist Es gibt viele richtig gute Stimmen im deutschen Blues, aber nur sehr wenige in Kombination mit großem Entertainment. Hier eine der großen Ausnahmen in Sachen Bühnenpräsenz. Mit einem Lächeln betritt er die Bühne, um sich dann intensiv mit dem Publikum zu beschäftigen. So steht er in der Front und spielt mit den Leuten auf und vor der Bühne. Bezieht sie ein, macht sie an und belohnt Applaus mit einer mitreißenden Bühnenshow. Bei ihm wird Call and Response zu einer leichten Übung und der Begriff die Bühne rocken wird par excellence durchgeführt. Ach ja, beinahe hätten wir hier das Wichtigste vergessen. Die kraftvolle, variantenreiche Stimme unseres Preisträgers, die keine Wünsche offen lässt, egal ob rockig oder sanft, beeindruckt die Stimme ob ihrer Bandbreite und Klangfülle. Stimme und Show ergeben eine außergewöhnliche Kombination, wie sie im deutschen Blues in dieser Qualität eher die Ausnahme ist. Der Baltic Blues e.V. gratuliert Melvin Schulz, ex-Bluesanova. Das ist dein Applaus. Das. So, und jetzt gibt es. Dankeschön. Jetzt gibt es genau das, was deine Eltern empfangen haben, ganz live jetzt hier. Siehste, und darum haben die das auch am Sonntag bei der Hochzeit vergessen. Bitte hier die Übergabe. Bleib mal stehen. Jetzt muss man das für die Fotografen natürlich auch machen. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Da sind wir schon wirklich voll im Fluss, im Sinne von, du bist geboren wann und wo? Ich bin geboren am 7. Juli 1952. Das heißt, 72 Jahre alt, ich weiß, man sieht mir es kaum an. Ja, gerade jetzt, nachdem du heute gerade beim Friseur warst, beim Volker. Volker. Er war bei Volker. Volker, danke. Ich habe ja so viel Ahnung vom Fußball wie die Kuh vom Surfen. Also mich hat man beim Wählen in der Schule immer als Vorletzter dann gewählt. Ach, das, ich sag, war das schon ein bisschen ja, besser? Aber wobei ich immer sage, ich bin immer froh über Menschen. Heute zum Beispiel mein Friseur, Volker, wo ist er, war... Laut eigener, Volker ist richtig? Volker, ja. Volker ist richtig. Laut eigener Aussage hat er noch nicht ein Fußballspiel gesehen. Man hat es auch ein bisschen gemerkt, so an der Allgemeinbildung, aber um ehrlich zu sein, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, wenn ich Menschen treffe, die sagen, ich habe mit Fußball nichts am Hut. Ja. Du lernst jetzt Koch, weil man als Koch im Ausbildungsbetrieb geschlafen hat. Das war die Intention der Eltern. Aber um ehrlich zu sein, ich kann das auch heute noch, also Chateaubriand, Sauce Bernaise, Pommes Dauphine, kein Fremdwort. Und wenn jemand von Ihnen mal eine Familienfeier hat und Sie brauchen einen Koch, ich bin gerne bereit, 400 Euro die Stunde, gar kein Problem. Ich komme. Oder ich habe gefragt,
dürften Sie Ihre Schwiegermutter auf einen 5-Mark-Schein drucken lassen? Das hast du wirklich gesagt? Ich musste ja. Aber jetzt bleiben wir doch mal beim, beim Gesang, Schlagersänger. Du warst Nummer 1 im ZDF-Hitparade. Ist das wahr oder ist das jetzt ein Fake oder war das auch ein Bewerbungsgespräch? Nein, natürlich ist es kein Fake. Ich erzähle ja keinen Unsinn. Ja. Ich war ja dann bei Radio Luxemburg und irgendwann kam ein Produzent in dieses Studio und ich sah damals aus, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, wie Mark Bohlen von T-Rex. Ja. So ein Lockenkopf. Du hast eine riesige Mähne gehabt. Genau. Ne? Ja, da gibt es schöne Fotos bei RTL. Gibt es ganz schöne Fotos. Schauen Sie mal auf Ihr Handy, da gehen Sie mal auf YouTube. Und da geben Sie mal mein Pseudonym von damals ein. Das lautete Uli Mario. Und dann können Sie wunderbare Titel von mir Uli hören. Mario. Ja, Uli Mario. Dann können Sie wunderbare Titel von mir hören, wie beispielsweise Ich kann an keinem Girl vorübergehen. Lauf nicht wie ein Hase vor der Liebe weg. Ja. Und ich schwöre Ihnen, wenn Sie das heute Abend machen, danach können Sie nicht mehr ruhig schlafen. Ja. Ob aus Entsetzen oder Begeisterung, überlasse ich Ihnen. Es ist ja dann auch irgendwie mein Beruf geworden. Und natürlich spielt Fußball in meinem Leben immer eine große Rolle und auch in meinen Büchern. Und manch einer sagt ja, das sind Science-Fiction-Bücher, weil in meinen Büchern Schalke sehr oft deutscher Meister geworden ist. Aber viele von Ihnen wissen das wahrscheinlich gar nicht. Und die müssen mich sehr oft hören, obwohl sie gar nicht wissen, dass ich das bin. Wenn sie Enkelkinder oder Kinder haben, die Teufelskicker hören. Das sind Hörspiele und das mache ich seit über 20 Jahren. Und da bin ich der Reporter. Und das macht mir so viel Spaß, für und mit den Kindern zu arbeiten. Ja, wir haben schon viele Events zusammen ausrichten dürfen. Korrekt. Mit dir, mit Hanna, deiner Frau, Hanna Nowak, die Sängerin, ja. Und auch hier, großen Dank. Auch das ist eine Riesenbereicherung, wie ich finde. Also nicht nur, weil eine Dame, die dort auch Ensemblemitglied ist, die ich kenne, sondern alle Damen, eine riesige Bereicherung. Schon alleine wegen dem Outfit. Ja, mögt ihr mal kurz aufstehen? Ja, das sind die Damen der Bergkapelle Niederrhein. Ja. Eine Frau in Uniform, so eine Jacke sieht nicht gut aus. Das muss alles hier hochgepasst werden. Danke vielmals. 2004 haben die Jungs mich zum Dirigenten gewählt. Ja. Und wir beschäftigen uns jeden Montag 2 Stunden mit Musik, also 1/3 Stunde mit Musik. Ja. Und 1/4 Stunde haben wir Pause. Ja. Und dann haben wir ein neues Hobby entdeckt in der 1/4 Stunde. Wir beschäftigen uns mit Chemie. Okay. Ja. Wir wandeln Bier, Wein und Wacholder in Urinum. Und das gelingt uns immer besser. Immer besser. Das ist ein schöner Abschluss, mein Lieber. Wir kommen ja nochmal zusammen. Lief dann diese Publikumswahl bei der bunten Illustrierten. Und wer ist der beliebteste Moderator, nicht Sport, Moderator im deutschen Fernsehen? Ja. Und dann kam irgendwann das Ergebnis ja. Und das war sehr schön für mich, denn Dritter wurde der damals noch sehr junge Günther Jauch. Aha. Ja. Zweiter, der damals schon nicht mehr ganz so junge Thomas Gottschalk. Mhm. Und gewonnen hat dann schließlich ich. Ja. Aber. Auch hier muss ich wieder sagen, wie unterschiedlich die Karrieren weiterverlaufen sind. Ja. Es ist eine Tatsache, wenn Sie Günther Jauch verpflichten möchten oder auch Thomas Gottschalk, weiß nicht, ob der es noch macht, aber Günther macht es, für ein Betriebsfest oder was weiß ich, der nimmt für einen Tag freie Moderation 100.000 Euro. Ja. Ja. Und ich muss hier heute Abend für die Hälfte stehen. Und hiermit sagen wir natürlich herzlichen Dank an die Hauptsponsoren, die Stadt Dienstlaken, Helmich Gruppe und die Sparkasse Niederrhein. Oder es kam mal irgendjemand zu mir und sagte, hast du Lust bei Let's Dance mitzumachen? Ja. Und meine Antwort war, nein, ich kann nicht tanzen. Und daraufhin sagte dann dieser Redakteur,
60.000 Euro. Okay. Was habe ich gesagt? Wo ist die Tanzfläche? Ja. Aber wie war denn dein erstes Mal? Ich habe dann geantwortet, Verona, ich war 16 und sie 31. Um die Schultern trug sie nur ihr blondes Haar. Gemeinsam gingen wir hinunter an den Strand und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Ich schwöre Ihnen, ihr habt mir jedes Wort geglaubt. Ja? Und trotzdem habe ich dann noch einen Fehler gemacht, weil ich dann auch zu ihr sagte, oh, dann habe ich was falsch gemacht. Sie fragte dann natürlich, was hast du denn falsch gemacht? Ich habe die Geschichte Peter Maffay erzählt und der hat einen Hit daraus gemacht. Und gleich in den Applaus, das nutze ich jetzt einfach mal aus, sonst kommt das am Ende immer gerne mal so an den Rand. Und das ist nämlich auch wichtig, was ich sage, denn sowas kann ja hier nur bezahlt werden, weil wir haben das ja gerade mitbekommen, du hast es ja rausgehauen, was du an der Gage hier mit nach Hause nach Kempen-Krefeld nimmst, ist ja, der Marc Helmich ist einer der Leidtragenden auch davon, der ist heute auch hier, aber ich möchte mich herzlich bedanken bei der Stadt Dienstlaken, Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe, Helmich-Gruppe, Agentur Goldenhaus, Nachhaltige Immobilien, Im Quadrat, Mama Simple Food, Friseur Schirmann, Neutogalerie, Reservix, Autonagel, danke Uli, dass du uns hierher gefahren hast. Und jetzt kommt Dirk Steirath von Textildruck 02064 mit den neuen Shirts. Und lasst euch mal gleich überraschen. Und natürlich die Gaststätte Mars. So, jetzt ist es raus. Und da kommen nachher noch zum Schluss natürlich auch zwei andere, drei andere, die noch genannt werden. Aber das machen wir zum Schluss. Machen wir das dann gleich untereinander nochmal aus mit der Gage? Oder soll ich... Da, soll ich die Stadt Dienstlaken selber nochmal anschreiben? Also da würde ich sagen, lass dich doch beraten vom Uli. Ich habe auch gerade überlegt, 55.000 bei den Sponsoren wäre auch angemessen. Ne? Wir reden gleich. Ja, es geht weiter nächstes Jahr. Kommt gut nach Hause. Ich bedanke mich von Herzen. Euer Roland Donner. Hast du gut gemacht. Sehr angenehm. Danke.